Hallöchen, herzlich willkommen zu einem letzten Sonntags mit Dillies in 2020. Ich möchte euch heute ein bisschen Inspiration geben, falls ihr vielleicht ein paar Silvester- oder Neujahrsgrüße noch rausschicken möchtet oder dann im neuen Jahr verschicken möchtet. Und habe hier so ganz kleine Postkarten. Ganz einfach, ganz simpel wird es heute. Und dazu brauchen wir, je nachdem wie ihr möchtet, ein paar Gold- oder Silberstifte. Ich habe hier mal ein paar aufgetan aus meiner Kreativbox. Und zwar sind hier Fineliner von oder Gelroller von Uniball bei. Dann habe ich hier Acrylmarker von Molotow und zwei Filzer von Edding. Die machen sich alle super dafür. Das hier ist zum Beispiel mit dem Edding gemalt und das hier ist mit dem Uniball. Macht sich aber auch wirklich super, habe ich schon ausprobiert mit den Acrylmarkern. Ich male es erst so ein bisschen loose quasi vor und rahme es mir dann mit Gold oder Silber ein. Wie ich das jetzt gemacht habe, möchte ich euch ganz kurz mitnehmen. Wie gesagt, es ist gar nicht kompliziert. Was wir dazu alles brauchen, das sind eigentlich nur die Gold- und Silberstifte, Gold- oder Silberstifte, ein Pinsel, Wasser, ein Tuch und etwas wasserbasierte Farben, Aquarellfarben oder Brushpenfarben. Das ist ganz euch überlassen. Auf dem schwarzen Papier zum Beispiel habe ich Aquarellfarben benutzt, die glitzern oder so einen Metallic-Effekt haben. Die machen sich natürlich auf schwarzem Papier viel besser als normale Aquarellfarben, beziehungsweise sollten sie, wenn dann, auch einen Weißanteil vielleicht drin haben. Ja, wir legen dann auch schon los. Geht ganz fix mit einem weißen Papier. Ich benutze hier wie immer meine Aquarellfarben. Ihr könnt die vorher etwas aktivieren. Ich benutze jetzt hier tatsächlich natürliche Töne, Grüntöne, vielleicht auch ein kleines bisschen Blau. Da kann man die Farben auch so ein bisschen ineinander verlaufen lassen. Aber auch wirklich ganz locker. So runde, runde Kanten oben. Und natürlich ein vierblättriges Kleeblatt. Soll ja Glück bringen. Das lassen wir jetzt trocknen. Das lasse ich auch ganz, ganz frei trocknen. Da können sich auch ruhig Ränder bilden, damit das richtig schön locker aussieht. Genau das gleiche mache ich hier auf der schwarzen Karte. Allerdings, wie vorher schon erwähnt, mit Metallicfarben. Das glitzert so schön.
Und auch diese Karte lassen wir jetzt einen Moment trocknen. Die Farben brauchen wir nicht mehr, die könnt ihr ruhig beiseite räumen. So, wenn die beiden trocken sind, dann nehmen wir sie uns nochmal zur Hand. Wenn ihr etwas ungeduldig seid, könnt ihr auch gerne einen Föhn dazu benutzen. Das mache ich auch manchmal. Einfach nur, damit es ein bisschen schneller geht. Aber wenn man Zeit hat, kann man sie ja natürlich auch so trocknen lassen. Ich werde mir jetzt für das schwarze Blatt einen silbernen Stift zur Hand nehmen und für das weiße Blatt einen goldenen Stift, damit ihr beide Effekte seht. Denn hier habt ihr ja auch schon das Gold auf dem Schwarz. Da kann man das schön sehen. Deswegen nehme ich hier jetzt einen silbernen. Ich nehme hier jetzt von Uniball. Den Gelstift und gehe da recht grob rum. Um das aufzulockern. Und schon haben wir eine kleine Grußkarte fertig. Und das gleiche auch bei dem weißen Blatt Papier. Da nehme ich Gold. Da nehme ich den goldenen von Edding. Ihr könnt hier gerne natürlich auch Sprenkel draufsetzen, ne? Wenn ihr ein schönes Gold oder Silber habt. Aber ich wollte euch zeigen, dass man relativ schnell ein paar Neujahrsgrüße oder Silvestergrüße selber machen kann. Und ich finde, es ist eine schöne Idee. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren und wünsche euch ganz viel Freude, selber solche Karten zu kreieren. Und vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen auf das Video oder einen Daumen als Abo dalasst. Wenn ihr das Ganze bei Instagram postet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Hashtag Sonntags mit Lillys verwendet. Dann kann ich das auch sehen und dann werde ich das auch teilen. Und ansonsten wünsche ich euch das Beste auf der Welt. Von der Welt, für die Welt, dass ihr gut ins neue Jahr kommt, dass ihr gesund und munter bleibt und wir uns am ersten Sonntag, 3. Januar, glaube ich, gesund und munter auf meinem Kanal wiedersehen und da werde ich dann mit einer kleinen neuen Idee für euch kommen. Habt's fein, tschüss!